So, wir sind zurück bei Pokémon The Raven of the Skies. Immer noch ist dabei der nette kleine 17-jährige Rothaarige. Das ist es jetzt eben, oder? Arsch. Ja, ich muss das erwähnen. Es war mir ein Zwang. Auf jeden Fall ist die Kaby dabei. Und im heutigen Part müssen wir... Ich hoffe, die Pokémon sind hier nicht so im hohen Gras versteckt. Die Pokémon holen, die einfach abgehauen sind. Aber ich weiß nicht, wo die hin sind. Gute Frage. Sind aber nicht so cool wie die Pinguine aus Madagaskar. Nee, sind sie nicht. Hier ist auf jeden Fall niemand. Hier ist Ende erstmal. Keine Ahnung, wo die sind. Ja, an die Pinguine von Madagaskar habe ich auch gerade gedacht, als sie ausgebrochen sind. Nur da waren was war bei Madagaskar nochmal für Tiere? Ich glaube Nilpferde. Nilpferd, Zebra, Löwe. Ach, Giraffe. Und. Was? Giraffe, genau. Girafferick. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ey, hast du Tiere hier gesehen? Gegen dich habe ich schon gekämpft. Wie oft willst du denn noch? Ich hätte nie gedacht, dass Zuhause sich so schnell verändern würde. Ah, du sagst dasselbe. Klasse. Da besucht man dieses Dorf, weil sie einen kleinen Zoo haben und dann sowas. Ich glaube, die Pokémon sind gar nicht gezähmt. Hallo Trainer, würdest du mir helfen, die entflohenen Pokémon wiederzufinden? Ja. Echt? Du möchtest mir helfen? Vielen Dank. Also, die Dicta, Dictri, Sandama und Sandan solltest du leicht in der Wüstenregion finden, denn weiter können sie nicht kommen. Sie würden außerhalb nicht überleben. Bei Lapras mache ich mir eher Sorgen, dass sie außerhalb der Wüstenregion leben können. Das bedeutet, sie können überall sein. Aber dennoch solltest du Wasserrouten hier in der Nähe durchsuchen. Ja. Wie jetzt? Erstmal gucken, ob man hier irgendwie Bälle kaufen kann, weil ich habe so ein Gefühl, wir müssen die fangen so nach... Halt, ne? Mehr von Zuhalla. Nee. Da ist eins. Das hört sich nach Lapras an. Sandan! Nein! Hau nicht ab! Niemals! Die epischste Verfolgungsjagd ever! Sandan am Zug. Sandan gegen vier Felder. Masa am Zug. Masa wirft eine 5. Masa geht 5 Felder. Sandan am Zug. Sandan würfelt eine epische 6. Und dann würfelt er eine 3. Was ist das behindert? Buh. Sandan mal wieder am Zug. Sandan schwebt über die Erde, wie er das wohl macht. Schuss wird nicht mehr. Ja, bläh. Das kennen wir noch, ne? Wie nett sich immer der Schutz da einmischt. Ich sehe dich doch gar nicht an. Oh, er hat mich gesehen. Verdammt. Moment. Er hat mich verarscht. Er geht im Kreis. Oder wir müssen ihn da wieder hinlocken. Das kann auch... Ne, weh, du gehst jetzt... Moment mal. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich dich jetzt verfolgen oder was? Oder so, ich glaube, ich verstehe. Ich hoffe, ich verstehe. Du auch? Halbwegs. Nein, das habe ich gesehen. Nein! Okay, vielleicht darf ich einfach nur nicht rennen. Ist das so ähnlich wie die Korinther-Suchquest? Ja, das Ding dreht sich aber selber. Ja. Na, hau doch nicht immer ab, ich lieb dich doch. Ich will dich tuscheln. Komm zu mir. Sag mal. Nö, ich bleib nicht stehen. Ich wette mit dir, ich mach irgendwas falsch gerade. Weil ich hier Hauptcharakterin gerade nicht ganz verstehe. Was? Schütze. Es schaut sich ein bisschen anzuschleichen. Wenn es sich nach vorne gedreht hat. Na, jetzt kommt da so eine Cutscene. Ich kann gar nicht so näher rangehen. Ich könnte immer zwei Felder davor so eine Szene.
Dreh dich weg. Du siehst mich gar nicht. Ja, guck. Beeil dich mal ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Rotmodus aktiviert! Ist gerade 17 Uhr geworden bei dir? Okay, Sander, lass ich erstmal alleine. Vielleicht habt ihr irgendeinen Tipp. Eine der dunkelsten Höhlen. Du da, euer Sander haut immer ab. Such bitte, ich zähle. Na, danke für den Tipp. Falls du Damian suchst, er ist in der Wüstenhöhle. Was ist Damian? Ja, Pokémon sind einfach weg. Ich hätte gern ein paar, ein Geschäft oder so. Zeig mal noch ein Pokémon, ich prüfe, wie sehr es dich mag. Ich möchte von dir verwöhnt werden. Die Frage, die ich mich sage, wo soll ich hin? Guck mal, da ist es wieder da. Das macht bestimmt wieder dieselbe Aktion. Genau, es geht da hoch. Ich habe eine Idee. Leck mich am Arsch. Was ist hier unten? Ja, ich fühle mich sicher. Nein! Nein, nicht dahin! Nein, nicht. Die war der Entwicklerwand zu schlau. Ja! Ah. Okay, gehen wir erstmal hier gucken. Vielleicht haben wir hier irgendwas noch. Blitz wird doch echt oft gebraucht. Wüstenhöhle, eine der dunkelsten Höhlen. Mit Kämpfen. Und eine gute Ausrüstung solltest du dich nicht in die Berge wagen. Okay, dann wird das wohl in dem Part erstmal so lange nichts mehr mit Dings, Pokémon jagen. Weil irgendwie, Pokémon, ja, doch Pokémon jagen, ne? Irgendwie hauen die immer ab. Hm. Die mögen dich einfach nicht, das ist das Problem. Ich wette mit euch, wenn ich ohne Gast dabei bin, dann kriege ich sie auch. Sicher. Ich bin wieder schuld. Immer bist du schuld. Dabei bin ich gar nicht so oft bei dir gewesen bis jetzt. Dabei war ich bisher gar nicht so oft bei dir. Zweite Löschen auf Zelda Parts? Super Mario? Na gut, haben wir aufgenommen. Ja, das konnte ich nicht hochladen. Die Datei ist kaputt gegangen. So, und das war's eigentlich, oder? Wir haben doch noch irgendwas aufgenommen letztens. Haben wir nicht irgendwas noch aufgenommen? Komm ich. Spyro. Stimmt, Spyro 2. Ja. Ja, das kommt ja erst nächstes Jahr. Hm. Ist, wenn du auf dem Desktop guckst, gut zu erkennen, wo es etwa liegt. Die Datei. Kannst du jetzt. Hm. Du kannst es, glaube ich, jetzt sehen. Findest du Spyro 2 auf meinem Desktop? Weh, du klickst da jetzt hin. Werden die gar nicht sehen, weil du ja nur das Fenster von Pokémon aufnimmst. Nö, ich sehe es gerade nicht. Ist wohl verdeckt. Nö, ist eigentlich nicht verdeckt, aber egal. Noch ein Wanderer. So, kämpfen. Was ist denn... Das ist ein aggressive Inline 1. Wo liest du das denn jetzt? Ganz in der Ecke. Aber das sind vier Ordner, die nicht weggehen. Selbst mit deinem komischen Programm gehen die nicht weg. Also ich hab die alle wegbekommen. Ja, ich wollte, also ich hab solche, gesagt, wenn der fünfte Ordner auftaucht, da mache ich das, versuch ich das nochmal, aber... Ansonsten nicht. Hm. So, 100 KP. Und es will verwöhnt werden, ne? Also müsste es sich jetzt eigentlich bei dunkel geworden ist entwickeln. Das ist meine Überlegensart und Weise. Hm. Oh nix. Ich habe ja jetzt bei mir auf meinen Videos die ganzen Farms gemacht, ne? Aber wie ich hatte auch damals so ein nerviges Rauschen drin. Oh, und das ging auch richtig lange. Das ganze Super Mario 64 Projekt war zum Beispiel nur am Rauschen und... Oh, ich war auch so jung und eingebildet.
Und ich hab mich. Ich musste mir überlegen, ne? Oh mein Gott, ich bin so ein Horst. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. In einer Tour. Ich bin so ein Vollspacken. Schon wieder verloren. Das läuft schon den ganzen Tag so. Komisch, das werde ich aufnehmen, das Rauschen gar nicht da ist, mein Parts. Naja, vielleicht will ich mir ja noch was passieren lassen. Oh, ein Trainer, der sich verlaufen hat. Du bist in meiner Falle. Wieso verlaufen? Ich glaube, er hat sich verlaufen, weil er sich ja nicht wegbewegt. Ja, von Wanderer Georg. Na, ist nicht, okay. Ja, Hauptsache, die Pokémon kommen langsam an das Level dran, ne? Ja. Aber Traumvogel könnte sich auch langsam mal entwickeln. Ja, okay, es ist noch nicht Nacht, ne? Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob wann das ab der Pokémon-Zeit Nacht ist. Na egal, wird schon irgendwann sein. So, wir kommen so zur Ron. 1000. Noch immer weiter in dieser komischen Aus-Item. Überall. Oh, wir haben einen Ball wieder dabei. So, was haben wir denn hier? Hat's auch vollgebracht. Aber Schutz wirkt noch. Warte, Blitz. Ich habe gesagt Blitz. Die schönste Blitzanimation. Warte, theoretisch müsste es dann hier. Nein! Genau in die Arme! TK ist stark, aber ich zeig's dir. Hä? Ich wollte einfach, dass du mir was sagst, weil ich bin irgendwie gerade der Einzige hier. Hyperaktives so. Magnetilo! Erinnert mich an das Lichtel. Ja. Sicher bringt doch gar nichts. Oder? Ja, klar. Das ist Stahl. Gift bringt gegen Stahl nichts. Aber irgendwie treffen wir gerade gar nicht. Simops hat aber auch so eine Rollanimation. Guck, zwar nicht sehr effektiv, aber macht was. Wer? Ja. Simops. Ja, Simops ist ja auch rund und kann sich rollen, aber das Ding kann sich doch nicht rollen. Auf jeden Fall nicht so. Ja. Oh, ich mag sie Mops. Mops. Du bist ein Mops. Möpse. 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 Aber Paralyse bringt auch gerade nichts, ne? So. Easy Door. Klingt irgendwie wie so ein Spray. Easy Door. Was haben wir denn hier? Nix. Hätte ja ein Sonderbonbon sein können. Hä? Sonderbonbons. Nix, keine Anzeige. Nein! Aber wir haben ja gerade einen Schutz gefunden. Sogar ein Touch. Ja, der hält 50 Schritte mehr. Dün, dün, dün. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Na komm, da ist noch eine Höhle. In der Höhle kann ich sehr gut arbeiten, falls du mit Höhlen mitspielst. Diese Höhle ist definitiv zu dunkel. Zu dunkel ist auch irgendwie gerade das Niveau von dem Satz. Ah, Psycho. Kampf. Muskelkraft gegen Gehirn. Wer gewinnt? Gehirn. Ja. Hä? Haben sie das Ding jetzt auch umgeändert? Wieso ist das nicht effektiv gewesen? Ja, jetzt ist es auf einmal sehr effektiv. Sehr komisch. Das entscheidet immer anders, also anscheinend. Das ist ganz komisch.
So, Kleinstein. Das dürfte auch kein Problem sein. Es sei denn, wir sind paralysiert und können nicht angreifen. Kommt das Kleinstein mit seinem epischen Lebensula uns. Ich habe die Attacke eh nicht richtig verstanden. Was soll der Unsinn? Das ist Ebon. Hat eh keine Wirkung gegen Elektro. Vielleicht für spätere, also ja, okay, für Pokémon. Wenn jemand Gesichter hat, dann kann das zum Beispiel Wirkung haben. Weil Gesichter macht ja dafür, dass etwas, was keine Wirkung hat, Wirkung hat. Wie zum Beispiel, wenn du Gesichter gegen Stahl einsetzt, dann kannst du es mit Giftattacken einsetzen. Das ist eigentlich praktisch, die Attacke. Auch wenn ich nicht verstehe, warum die Level 3 Pokémon das alle haben. Batz! Nieder mit Magnetilo! Irgendwie habe ich ein Gefühl, wir sind am Dings am Ausgang vorbeigelaufen. Ich muss mich auskennen. Ich glaube, mich da dieser Eingang führt tiefer in die Höhle. Und da rechts war ja auch noch was. Oder? 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 Nö. Schlechter Witz. Doch, da ist was. Ein Wanderer. Ich suche seit über 8 Stunden den verdammten Ausgang der Höhle. Ich muss meine Wut loswerden. Wir kämpfen. Das ist meine Ansage. Der letzte Kampf, Decay. Baldo setzt Kleinstein ein. Baldo der Hund. Baldo der Hund? Ja, es gibt doch diesen Disney-Film da. Keine Baldo. Ahnung. Ich kenne nur Bowles. Das ist ein anderer. Ja, aber ich kenne den Film. Sag's jetzt. Dann, 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 da. Erreichen wir noch Level 37? Sieht ganz so aus, ne? Oh, nix. Okay, wir erreichen nicht Level 37. Oh, nixer. Stimmt, von Onyx, Onyx, dann kam Stalos, ne? Ja. Es fehlt irgendwie mir noch irgendwie so ein Pokémon, so irgendwie so ein einzelner Kleinstein wird zu Onyx. Wenn viele genau. Wenn viele Kleinsteine sich vereinen, wird daraus ein böses Onyx. Dann setzt der Kokon-Prozess ein und das Onyx härtet sich. Es wird Stalos. Oder wenn sich's mit Kiesling. Oder wenn sich mit Kiesling zusammentut. Es gibt ja auch ein paar. Die unteren Steine. Die sind ja ein bisschen dünner da bei Onyx. Diskriminierend. Hast du jetzt was gegen kleine Kleinsteine? Ich meinte klar, ja, Kiesling. Auch, ja, Kiesling. Oder? Aber es gibt auch kleine Steine. Also Kiesling. Kleine Kleinsteine. Und die wolltest du dafür nicht nehmen, oder was? Bin doch schon bereit. Paralysiert. Nö. Ah! Ich hasse Paralyse, ne? Hm. Jetzt kannst du es töten. Hoffe ich mal. Bitte töte es. Töte es, bevor es Kinder bekommt. Ah, ich habe echt Glück mit diesem Let's Play, ne? Mhm. Immer bleibt ein KP übrig. Und das ohne Robustakt. Robustakt ist eh so ein Bullshit. Ja, ich... Ja. Das existierte da vorher auch, aber da hat man es nie gemerkt. So viele One-Hit-Treffer-Attacken gibt's ja auch nicht. So, Level 37. Und Leitheiler. Nein, darauf verzichten wir ganz gerne. Wo brauche ich denn Leitheiler? Auch kein Schwein. Wenn du ein KP hast und der Gegner ist noch voll, ne? Du hast da so ein Chanaira vor dir, ne? Das ist was anderes. Aber ansonsten. So, ich glaube, hier ist erstmal Ende für dich, okay? Oh. Oh, weil hier ist. Ja. Wir gucken noch was. Komm, wir sind noch so nett, wir zeigen dir, was hinter dem Typen an der Höhle war. Und sonst werde ich diese Nacht nicht einschlafen können, wenn ich nicht wüsste, was heißt. Toll, eine Wüstenhöhle. Echt? Was haben wir denn super. Hier? Noch mehr. Schon weg nicht mehr. Hä? Ist das ein Labyrinth oder was? Anscheinend. Ich
bin jetzt neugierig geworden. Scheiße, ich dachte, es kommen keine Pokémon. Sander nervt. Ah, Sander. Kann man das nicht fangen und einfach in diesen Zoo stecken? Ja, doch eh keinen auffallen. Ich habe mich eh schon verlaufen. Ja. Aber wir bewundern das Kamerupt und seinen grünen Luigi für Arme. Mario und Luigi, was machen die da oben? Weiß ich nicht. Mario hat aber ganz schön zugenommen. Guck mal, die sind richtige Buckel gewachsen. Ja. Ja, Leute. Das war GK diesmal dabei. Mal gucken, ob er nächstes Mal auch noch dabei ist. Wissen wir nicht. Vielleicht habe ich ja irgendwann nochmal Lust, mit dir aufzunehmen. Vielleicht willst du mal auf den Sack. Auf jeden Fall. DK, was sagt man als guter Freund? Masalamista. Ich lasse das jetzt als Verabschiedung drin, ne?